Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Ja, jetzt ist wirklich schnell gegangen mit die 100 Abonnenten. Ich hätte eigentlich nur anderes Video dazwischen produziert, wo ich euch so ein bisschen erzählen wollte, wie es jetzt so weitergeht auf dem Kanal. Ja, aber das ist jetzt das ist jetzt hinfällig, weil ja, dieses kleine Zwischenziel, diese 100 Abonnenten sind jetzt erreicht. Und ja, da möchte ich euch jetzt einmal ganz herzlich danken. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt so viel YouTuber da draußen und YouTube-Kanäle, die besser sind, professioneller sind. Und von daher vielen herzlichen Dank für das Vertrauen. Und ja, hoffe natürlich, dass ihr Spaß habt an meine Videos. Und ja, auch wenn es nicht immer wöchentlich was gibt oder mal der Abstand ein bisschen länger ist, dass ja, da nicht enttäuscht seid oder so. Aber wie schon mal gesagt, ich mache das ja wirklich nur so nebenbei und zum Spaß und ja, und gewisse Ziele steckt man sich natürlich auf YouTube. Und das erste habe ich jetzt erreicht. Diese 100 Abonnenten, das ist schön, freut mich. Also nochmal vielen herzlichen Dank. Ja, ich habe ja gesagt, es gibt dann nur eine kleine Überraschung. Möchte ich aber jetzt dann zum Schluss vom Video machen, weil ich jetzt das Video zum Anlass auch nehme, auch nochmal zum Sagen, was. Wie es jetzt weitergeht da auf dem Kanal. Und zwar habt ihr sicher schon bemerkt, dass einige Vorschaubilder anders aussehen. Ich bin da gerade dran, dass ich die alle ersetze. Also bitte nicht böse sein, wenn der ein oder andere sich jetzt auf das verlassen hat. Das ist das Video über das und das. Und jetzt plötzlich findet ihr das nicht mehr gleich, weil da jetzt ein anderes Bild drinnen ist. Aber ihr habt ja schon gesehen, das schaut jetzt ein bisschen ordentlicher aus und einheitlicher. Und so möchte ich das jetzt durchführen, durchziehen, dass ich dann wie einen roten Faden habe am Kanal. Und auch mit den zukünftigen Videos, die kriegen dann alle schon dieses Vorschaubild in diesem Style. Was ist noch so anders am Kanal? Ich habe ein paar Hintergrundeinstellungen geändert. Die Videobeschreibung ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon aufgefallen, die ist jetzt etwas länger. Ich habe jetzt eben drunter geschrieben, mit was ich da jetzt die Videos aufnehme, was ich da für Equipment habe, falls das den einen oder anderen interessiert, auch wenn ich jetzt kein Video- oder Fotokanal bin. Und dann einfach nur so ein bisschen über mich und die anderen sozialen Medien, wo man mich noch antreffen kann. Ja. Gut, und ansonsten, ja, was jetzt das aktuelle Projekt angeht, der Jordan, da muss ich euch ein bisschen enttäuschen, der zieht sich noch ein bisschen, da hat es mit seinem kleinen Stolperstein reingehauen, aber da kann ich euch jetzt gar nichts dazu zeigen. Aber das kommt dann mit dem nächsten richtigen Jordan Baubericht Teil. Und ansonsten habe ich mir auch überlegt, einmal einige Modellbauhersteller näher zu beleuchten. Was gibt es da für welche? Woher kommen die? Was machen die? Wo zeichnen sie sich aus? Wo sind sie eigentlich total hinten drin? Was haben die sonst noch außer Modelle? Gibt ja ein paar Firmen, ne, die ein oder andere, wo sind eben, wo sind ihre Stärken und Schwächen, die ein bisschen zu beleuchten. Wenn euch das interessiert, kann ich das gerne mal machen. Es steckt ein bisschen Recherchearbeit dahinter, aber das mache ich gern. Ja. Und wie es mit den Bauberichten weitergeht, ich habe ja einiges an Lager. Und bin da jetzt gerade schon ein bisschen am Durchsuchen, aussortieren, was es als nächster gibt. Und da habe ich mich jetzt bei zwei Modellen ein bisschen festgenagelt und
möchte die dann aber in einem anderen Video präsentieren, auch vielleicht mit einem Unboxing dazu. Und dann dürft ihr entscheiden, was das nächste auf den Basteltisch kommt. Ja, und Stichwort Modellbaulager. Ich habe ja gesagt, vielleicht finde ich was, wo ich nimmer baue, aber der ein oder andere von euch vielleicht gern haben möchte. Und zwar habe ich da was gefunden. Wir haben da die ja, Shelby Cobra 427 SC von Revell in 1,24. Und dieser Bausatz ist, ja, er war schon mal offen, aber er ist noch original, also da ist nichts, da ist noch nichts verbaut. Da ist alles dabei, Bauanleitung und Deckholz. Den kann man in Grün oder in Blau bauen. Also wer den gern haben möchte, der kann mir gern in die Kommentare schreiben, warum er ausgerechnet dieses Modell bauen möchte. Und dann schauen wir mal, wen die Glücksfee bestimmt. Den versuche ich dann irgendwie zu erreichen. Und werde dann nur schauen, dass ich das auf dem Postwege zustellen lässt. Dann nur zum dazu sagen, ihr wisst ja, ich sitze da in der Schweiz, aber es ist kein Problem für mich, innerhalb von Deutschland oder nach Österreich was zu schicken. Also da gibt es schon mal keine Grenzen. Natürlich, am besten wäre es, wenn es in der Schweiz wäre, aber alles andere ist auch kein Problem. Also es ist da kein Thema. Ja, das wäre es für heute. Nochmal vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Und ja, würde mich freuen, wenn da jetzt einige mitmachen würden. Vielleicht kommt dann der ein oder andere neu dazu. Ah, schön. Ja, und ich versuche, dass ich jetzt die nächsten Wochen wieder am Jordan weitermachen kann, dass das nächste Video dann wirklich wieder ein Baubericht-Video ist, dass wir uns dann das Problem, was ich da gerade vor mir liegen, nicht vor mir liegen habe, sondern neben mir liegen habe, das nochmal zu betrachten. Und ja. Also, bis dahin, eine gute Zeit, viel Spaß beim Modellbauen und ja, tschüss!